Hallo von minimalism.ch. Dass Minimalismus auch eine Form von Konsumdiät ist, haben wir schon gehört. Wenn du dich weniger mit unnützen Dingen umgibst, tritt das, was wesentlich für dich ist, in den Vordergrund. Was genau wesentlich für dich ist, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies herauszufinden. Das Video mit deiner Mission, wo es darum geht, deine Werte und inneren Ressourcen zu finden, ist eine Möglichkeit. Weitere Wege, um herauszufinden, was für dich wesentlich ist, zum Beispiel Myers-Briggs-Typenindikator-Test, Jakobsweg, Auszeit, Sabbatical, Bucketliste, Coaching oder die kürzlich vorgestellte Cardo-Methode, wo du deinen gesamten Besitz in Kisten gibst und 3 Monate mit nichts lebst und jeweils immer nur die Dinge aus den Kartos wieder integrierst, die dir wirklich wichtig sind und die du brauchst. Aber, und das ist ganz wichtig, Minimalismus findet nicht nur im physischen Bereich statt, also deine Anzahl Gegenstände. Wenn du dich selbst zum Beispiel als einen Info- oder Social-Media-Junkie siehst, dann mache eine Internet- und Informationsdiät. Exportiere alle Lesezeichen aus deinem Webbrowser in eine externe Datei und lösche sie dann im Browser, ebenso wie den Verlauf und die gespeicherten Cookies. Nun musst du jede Webseite, die du nutzen willst, manuell wieder aufrufen und das Passwort neu eingeben bzw. dich einloggen. Lege nur sehr selektiv wieder neue Lesezeichen an. Beobachte dich dabei. Du wirst feststellen, dass viele Webseiten, die du regelmäßig besucht hast, weil sie nur einen Mausklick von dir entfernt waren, plötzlich aus deiner Wahrnehmung verschwinden, ohne dir zu fehlen. Darum geht's. Durch die permanente Verfügbarkeit sind Internet, Fernsehen, Computerspiele und besonders soziale Netze für viele zu einer dauernden Ablenkung geworden, ohne dass dies den betroffenen Personen bewusst wäre. Der Minimalismus hilft nicht nur, sich von materiellem Müll zu befreien, der unsere Wohnungen und Gedanken verstopft, sondern eben auch vom Müll, den wir Tag ein, Tag aus in Form von Informationen auf uns einprasseln lassen, ohne daraus einen wirklich echten Nutzen zu ziehen. Damit führt der Minimalismus zu einem bewussteren Hinterfragen der eigenen Zeitplanung. Er ist die Basis für eine gezielte Reduktion von Ballast auf allen Ebenen und die gezielte Fokussierung auf die Dinge und Aktivitäten, die wirklich wesentlich für uns, für dich sind. Worin dieses Wesentliche besteht, unterscheidet sich natürlich für jeden Einzelnen. Für den einen ist es mehr Zeit mit Familie und Freunden, für den anderen die Suche nach einmaligen Erlebnissen, für den dritten die Suche nach Erkenntnis, Abenteuer oder dem eigenen Selbst. Es geht um das Streben nach Lebenssinn und innere Zufriedenheit. Und diese kann man nicht einfach im nächsten Laden kaufen. Du siehst das Prinzip. Egal welchen Bereich du in deinem Leben minimalisieren willst, packe die Materie, verstecke sie und beginne leer von vorne und schau, was du vermisst und integriere nur das wieder, was einen echten Mehrwert für dein Leben bringt. Mit dieser Methode gehst du sicher, dass du Unwesentliches nicht doch behältst, nur weil es eben da ist und du es siehst und in den Händen hältst.